Jeder braucht eine Kurzanleitungskarte und 5 Monopoly-Deal-Karten. Macht aus den restlichen Karten einen Ziehstapel. Ihr spielt auf einen Spielstapel direkt daneben. Schau dir deine Karten an, zeig sie aber keinem. Psst. Um zu gewinnen, musst du als Erster 3 volle Grundstückssätze haben. Nimm am Anfang deines Zugs immer 2 Karten. Spiel bis zu 3 Karten auf den Tisch aus. Oder auch keine. Du kannst bei deinem Zug Grundstücke, Geld oder Ereigniskarten aufspielen, in beliebiger Reihenfolge. Du darfst am Ende deines Zugs höchstens 7 Karten in der Hand haben. Hast du mehr? Such welche zum Ablegen aus und steck sie unter den Ziehstapel. Hast du am Ende deines Zugs keine Karten mehr, darfst du am Anfang deines nächsten Zugs 5 neue nehmen. Mit Grundstückskarten machst du Sätze in deiner Grundstückssammlung. Auf jeder Karte steht, wie viele Grundstücke du für diesen Satz brauchst. Sammle so viele Grundstücke, wie du willst. Wenn du dran bist, kannst du sogar Karten austauschen, um neue Sätze zu legen. Denk aber dran, zum Gewinnen brauchst du 3 volle Grundstückssätze. Zahle Geldkarten in einer vor dir liegenden Bankstapel ein. Den brauchst du, um deine Schulden zu bezahlen und damit du nicht mit kostbaren Grundstücken bezahlen musst. Geldkarten dürfen nur von Bank zu Bank wandern. Nie in deiner Hand. Bei der Monopoly Bank gibt's kein Wechselgeld. Pech gehabt. Mit Ereigniskarten kannst du viele tolle Sachen machen. Zum Beispiel von anderen Spielern Mieter verlangen, Grundstücke stehlen, Geld für deinen Geburtstag fordern und noch vieles mehr. Du kannst Ereigniskarten als Geld einsetzen, indem du sie in deiner Bank einzahlst. Der Wert jeder Karte steht im roten Kreis. Sobald sie in der Bank ist, kannst du sie nicht mehr als Ereigniskarte einsetzen, aber anderen Spielern damit Mieter zahlen. Du kannst andere Spiele mit Grundstücken oder mit Geld- oder Ereigniskarten aus deiner Bank bezahlen. Du darfst nicht mit Karten direkt aus deiner Hand bezahlen. Das ist gefuscht. Zahle Geld und in die Bank eingezahlte Ereigniskarten direkt von dort an die andere Bank und Grundstücke von deinem Grundstückstapel direkt auf den des anderen Spielers. Karten dürfen niemals wieder auf deine Hand zurück. Nie. Wenn dir auffällt, dass du gewonnen hast, während ein anderer am Zug ist, musst du noch warten, bis du dran bist, um es zu sagen. Wenn du als Erster 3 volle Grundstückssätze gesammelt hast, gewinnst du.